Eine Einschnelllauferin sorgt unter Politikern und in den Medien für reichlich Diskussionen. Und ihr habt ihre Rede vielleicht auch wahrgenommen, denn sie stand in ihrer Polizeiuniform beim CDU-Grundsatzkonvent und wurde dort reichlich applaudiert. Die Rede ist von Claudia Pechstein und sie ist bekannt durch ihre Vergangenheit eben als Eisschnellläuferin, wo sie während ihrer Karriere auch mehrmals olympisches Gold gewonnen hat, aber auch immer wieder mit Dopingvorwürfen konfrontiert wurde und sogar auch deswegen vom Verband gesperrt wurde. Wie dem auch sei, parallel zu ihrer Karriere im Eisschnelllauf machte sie auch eine Ausbildung bei Bundesgrenzschutz und ist daher auch als Polizeihauptmeisterin verbeamtet. Deshalb trat sie auch bei der CDU-Parteiveranstaltung in einer Polizeiuniform auf, was für uns Muslime ein ganz wichtiger Punkt ist, auf den ich gleich inshallah noch eingehen werde. Doch zuerst, worum ging es eigentlich bei ihrer Rede und warum hat das die politischen Gemüter so sehr erhitzt? Nun einmal zusammengefasst, gab die CDU Pechstein die Bühne, um über die Asylpolitik herzuziehen und mehr Abschiebungen zu fordern. Darüber hinaus sagte sie, dass die Migranten bzw. Asylbewerber daran schuld seien, dass sich insbesondere Frauen zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr sicher fühlen würden. Darum sollten sich auch Politiker, so Claudia Pechstein, lieber um mehr Sicherheit durch Abschiebungen kümmern, statt ständig über Gendersternchen und die Verwendung des Begriffs Zigeunerschnitzel zu diskutieren. Also typische rechtskonservative Denkfiguren, die hier von Pechstein im Auftrag der CDU bedient wurden und die an sich auch für uns ein Thema wären, doch will ich euch und auch die deutsche Mehrheitsgesellschaft an dieser Stelle auf etwas ganz Bestimmtes hinweisen. All diese polit-höchststrittigen Aussagen wurden nämlich von einer Person in Polizeiuniform getätigt und hier muss uns Muslimen direkt etwas einfallen, nämlich, wie war das doch mal mit der angeblichen Neutralität von Beamten, als es darum ging, muslimischen Frauen den Zugang zu solchen Berufen wie zum Beispiel Lehrerin zu erschweren bzw. gänzlich zu verbieten? Und auf diesen Widerspruch zwischen Neutralität und dem, was Pechstein in ihrer Polizeiuniform bei der CDU abgezogen hat, wurde auch CDU-Spitzenkandidat Friedrich Merz angesprochen. Schauen wir uns mal an, was er dazu sagt. Auf ihrem Programmkonvent hat nicht zuletzt die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein klare Kante gezeigt. Der Auftritt schlägt jetzt hohe Wellen, weil Pechstein in Polizeiuniform auftrat. Was sagen Sie zu Auftritt und zu Kritik? Also der Auftritt war brillant. Und Claudia Pechstein hat uns noch mal aus ihrer Erfahrung gesagt, wie wichtig Sportvereine Breitensport sind. Und ehrlich gesagt, das interessiert mich wirklich. Das Äußere interessiert mich nicht. Es interessiert mich, was jemand zu sagen hat. Und Claudia Pechstein hat, wie viele andere, die auch da waren, uns was zu sagen. Und darauf haben wir geachtet und da haben wir zugehört. Also den Inhalt fanden Sie großartig und die Uniform ist kein Problem. Also, Herr Koll, Sie können doch an diesem Beispiel schon sehen, über welche Äußerlichkeiten wir da diskutieren. Der Inhalt interessiert mich und der war wirklich interessant und der hat uns auch ein Stück motiviert, in diese Richtung weiterzuarbeiten. So. Ein Friedrich Merz fand den Auftritt also brillant und solche Äußerlichkeiten wie die Uniform interessieren ihn also nicht. Nein, noch mehr, für Merz ist also wichtig, was eine Person zu sagen hat und die Äußerlichkeiten spielen für ihn also gar keine Rolle. Und hier noch einmal zur Erinnerung, geliebte Muslime, was derselbe Friedrich Merz hingegen über Lehrerinnen mit Kopftuch sagte. Ich zitiere: Zwingend ist, dass sie Deutsch lernen und unsere Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten akzeptieren. So also der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu der Bild am Sonntag zum Streit um den von ihm eingeführten Begriff der deutschen Leitkultur. Nun, besonders kritisierte er traditionelle Bräuche bei muslimischen Lehrerinnen. Wenn das Tragen von Kopftüchern aus religiösen Gründen erfolge, sei das in Schulen nicht akzeptabel, meinte er. Und auch derselbe Friedrich Merz hat nun also kein Problem damit, nein, er findet es vielmehr sogar brillant, wenn auf einer CDU-Veranstaltung eine Polizeibeamtin in Uniform auftritt und politische Reden schwingt. Merkt ihr diesen Widerspruch und diesen ja offenkundigen intellektuellen Schiffsbruch, den Merz hier begeht, liebe Muslime? Er hat also kein Problem mit politischen Kampfreden in Beamtenuniform, weil es plötzlich ja nicht auf solche Äußerlichkeiten ankäme, sondern auf die Inhalte und das, was von der Person tatsächlich gesagt wird. Und genau das zeigt die ganze Heuchelei in der Debatte rund um die Neutralität von Lehrerinnen, die ja auch maßgeblich von der Union und ganz besonders in diesem Kontext auch von Friedrich Merz ja mitgetragen wurde. Denn wenn es darum geht, dass das Kopftuch an Schulen verboten werden sollte, dann zieht man immer wieder ganz explizit auf das Äußere, nämlich das Kopftuch ab und fordert dann, dass Lehrerinnen dieses nicht tragen dürften, weil dadurch angeblich die staatliche Neutralität verletzt werden würde. Und hier sieht man, wie widersprüchlich und niederträchtig die Kopftuchdebatte in Deutschland seit Jahren geführt wird. Es geht den Verbotsbefürwortern nicht um irgendwelche Neutralitäten oder gar um irgendwelche Rechte von Frauen und Kindern.
Nein, nein. Denn wenn es das, wenn es so wäre, dann würde man diese konsequent auf alle Gesellschaftsebenen anwenden. In Wahrheit sind das alles nur politische Scheinargumente, die man benutzt, um auch nur irgendwie ein Kopftuchverbot oder diesbezügliche Einschränkungen überhaupt fordern zu können. Wobei diese Scheinargumente, sei es die angebliche staatliche Neutralität, sei es der Vorwurf der Sexualisierung, sei es der Vorwurf der Unterdrückung und was die Politiker und Islammaster sich nicht schon alles haben einfallen lassen, in ihrem Wahn der muslimischen Frau das Kopftuch auszuziehen. All diese Scheinargumente verlieren plötzlich sofort ihre Gültigkeit, sobald es andere Gesellschaftsgruppen betrifft oder sie aber ja den eigenen politischen Zielen entsprechen. Und genau diese Doppelmoral hat ein Friedrich Merz hier ganz offen bewiesen. Und was zeigt uns das? Die Hetze gegen den Islam kommt eben nicht nur vom rechten Rand, der damit dann die Mitte der Gesellschaft vergiftet. Nein, die islamfeindliche Rhetorik und ganz konkrete islamfeindliche Politiken und Maßnahmen kamen immer aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft. SPD, CDU, CSU, FDP, die Grünen etc. All diese Parteien tragen die Verantwortung dafür, dass sich in Deutschland eine extrem, ja wirklich extrem islamfeindliche Atmosphäre verbreitet hat, die sich auch dann immer wieder in tätlichen Übergriffen auf uns Muslime und unsere Einrichtungen niederschlägt. Und deshalb tragen die sogenannten Politiker der Mitte, wie eben ein Friedrich Merz, auch die primäre Verantwortung dafür, dass sich der politische Diskurs insgesamt verschärft hat und hierdurch der rechte Rand um die AfD immer stärker geworden ist. Diese liegt ja in Umfragen aktuell bei 20% und im Osten sogar bei 30%, wie wir alle wissen. Es ist also die politische Mitte, die damals wie heute die Verantwortung für diese Entwicklung trägt. Mit ihrer populistischen, islamfeindlichen Rhetorik und ihrer Heuchelei. Wenn es um das Kopftuch geht, dann fordern die staatliche Neutralität. Wenn Polizeibeamtinnen politische Kampfreden beim CDU-Parteikonvent halten, dann finden sie das brillant. Und all das zeigt, wie schief und ja, wie gefährlich die sogenannte Islamdebatte in Deutschland ist und dass der einzige Weg, um die gesellschaftliche Polarisierung zu entschleunigen und ihr entgegenzuwirken, eine völlige Neuausrichtung dieser Debatte wäre. Und genau das fordern wir als Rettet den Islam seit Jahren und machen immer wieder klar, dass ein vernünftiges und ja auch ein friedliches Zusammensein nur auf Basis der Anerkennung der Unterschiedlichkeit, der Differenz auch tatsächlich nur möglich ist. Und deshalb richte ich noch einmal meinen Appell an die deutsche Mehrheitsgesellschaft und ich bitte euch, geliebte Muslime, meinen Appell an die Menschen heranzutragen. Forderungen nach Leitkultur, Forderungen nach Integration, Forderungen nach Assimilation, die damit verbundenen Debatten und Kampfbegriffe lösen keine Probleme. Sie verschärfen sie nur und stürzen die Gesellschaft damit weiter in eine gefährliche Radikalisierungsspirale. Deshalb fordern wir Muslime ein klares Stopp der Assimilationsagenda und ein ganz klares Nein zur drohenden Wertediktatur.